Hallo zusammen und willkommen. Ein Magnesiummangel kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen kann es sein, dass du zu wenig Magnesium über die Nahrung zu dir nimmst. Zum anderen kann aber auch ein starker Magnesiumverlust die Ursache sein. So sind Essstörungen oder eine Mangelernährung eine häufige Ursache für einen Mangel. Wenn du viel Sport treibst oder unter Stress leidest, erhöht sich zudem dein Magnesiumverbrauch. Weitere Ursachen können auch Alkoholismus, Zöliakie, Diabetes, eine Schilddrüsenüberfunktion oder eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse sein. Der Mangel hat Auswirkungen auf deinen gesamten Mineralstoffhaushalt. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Kommen wir nun zu ein paar Symptomen, an denen du feststellst, dass du mehr Magnesium benötigst. Nummer 1. Wadenkrämpfe. Viele Menschen leiden besonders in der Wachstumsphase unter Wadenkrämpfen. Krämpfe können zudem auch im Bereich der Kaumuskulatur auftreten. Typisch sind diese Beschwerden auch nach exzessivem Sport. Der Körper benötigt das Magnesium, um die Muskeln nach einer Kontraktion zu entspannen. Liegt ein Magnesiummangel vor, so sind die Nerven und Muskeln leicht erregbar. Hinzu kommen häufig Muskelverspannungen. Diese treten vor allem im Bereich der Nacken- und Schultermuskulatur auf. Vorhandene Verspannungen können zudem verstärkt werden. Nummer 2. Herzrhythmusstörungen. Eine gefährliche Folge des Magnesiummangels sind Herzrhythmusstörungen. Diese treten häufig als Begleiterscheinung auf, wenn der Magnesiummangel den gesamten Mineralstoffhaushalt beeinflusst. Hierdurch können zum Beispiel die Calcium- und Kaliumwerte sinken. Diese sind besonders wichtig für den Herzschlag. Es kann darüber hinaus auch zu Herzrasen oder Herzdruck kommen. Nummer 3. Schlafstörungen. Wenn du unter Schlafstörungen leidest, kann auch hier ein Magnesiummangel hinterstecken. Dies gilt sowohl für Ein- als auch Durchschlafprobleme. Ist der Magnesiumhaushalt in deinem Körper ausgeglichen, so fördert dies deinen Schlaf. Insgesamt steigert sich die Schlafqualität und dein Schlaf wird erholsamer. Das liegt daran, dass das Magnesium die Tiefschlafphasen fördert. Nummer 5. Nervosität. Eine nervöse und innere Unruhe kann ebenfalls auf einen Magnesiummangel zurückzuführen sein. Das Magnesium übernimmt im Körper unter anderem auch die Aufgabe, die Reizweiterleitung der Nerven zu dämpfen. Zudem ist es auch für die Übertragung von Reizen auf die Muskeln zuständig. Bei einem Mangel kann es zu einer Absenkung der Reizschwelle kommen und zu entsprechender Überreaktion. Hinzu kommt, dass Magnesium auch die Ausschüttung von Stresshormonen hemmt. Nummer 5. Muskelzucken. Muskelzucken oder sogenannte Ticks treten im Zusammenhang mit einem Mangel häufiger auf. Dies gilt zum Beispiel für das Zucken des Augenlids. Es können aber auch andere Muskelgruppen betroffen sein. In schwierigen Fällen dauert die Symptomatik über mehrere Tage an. Auch hier ist die Nervenweiterleitung gestört. Besonders in stressigen Situationen steigt die Häufigkeit von Ticks an. Nummer 6. Magen-Darm-Probleme. Unter einem Magnesiummangel kann es auch zu Krämpfen im Bereich des Magens oder des Darms kommen. Hier wird auch von einem sogenannten Reizdarm gesprochen. Dabei können sich Symptome wie Durchfall und Verstopfung abwechseln. Zum Teil kommt es auch zu Erbrechen und Übelkeit. Nummer 7. Depression und Angst. Häufig sind auch psychische Dysbalancen auf Mangelzustände des Körpers zurückzuführen. Dies gilt auch für Angstzustände und Depressionen. Liegen diese vor, kann dies ein Zeichen für einen Mangel darstellen. Besonders im Zusammenhang mit Diabetes treten Depressionen unter einem Magnesiummangel häufiger auf. Nummer 8. Müdigkeit. Magnesium ist im Körper auch an Prozessen der Energiegewinnung beteiligt. Fehlt im Körper Magnesium, können bestimmte Stoffwechselprozesse nicht mehr richtig funktionieren. In der Folge wird weniger Energie freigesetzt. Du fühlst dich also müde, schlapp und antriebslos. Nummer 9. Menstruationsprobleme. Auch der weibliche Zyklus kann von einem Magnesiummangel betroffen sein. Bei vielen Frauen führt ein solcher Mangel dazu, dass monatliche Regelschmerzen auftreten. Auch hierbei handelt es sich um Krämpfe. Diese können auch im Bereich der Gebärmuttermuskulatur auftreten und zu einer Verstärkung der Regelschmerzen führen. Und Nummer 10. Durchblutungsstörung. Wenn du unter einem Magnesiummangel leidest, dann kann es auch zu Durchblutungsstörungen in deinem Körper kommen. Hinzu kommen zudem häufig eine Taubheit in den Füßen oder Händen. Unser kurzes Fazit.
Du siehst, dass ein Magnesiummangel nicht unerheblich sein kann. Daher solltest du darauf achten, dich besonders magnesiumhaltig zu ernähren. Lebensmittel wie Nüsse oder Haferflocken enthalten besonders viel Magnesium. Zudem gibt es auch Präparate, die den Magnesiumhaushalt wieder auffüllen. Bei Auftreten eben genannter Symptome solltest du immer in Erwägung ziehen, deinen Magnesiumhaushalt im Körper überprüfen zu lassen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.